Hallo Mädels, obwohl gestern ich habe Statistik angeguckt und ich habe gesehen, Jungs schauen mein Video auch. Herzlich willkommen zum jeder, der hat Interesse auf meinem Kanal und mein Video für euch könnten informativ und interessant sein. Hallo ihr Lieben, heute wird eine Unboxing. Ich habe ein Zuschauerpaket bekommen von liebe Vanessa. Meistens schreibt mir auf Instagram privat, wenn sie wolltet etwas mich fragen. Bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, dass sie schätzt meine Meinung und dass meine Tipps sehr hilfreich sein. Also ihr könnt nicht vorstellen, wie ich freue mich, wenn ich von euch auf Instagram, weil sehr viele schon auf Instagram mir privat schreiben und Fotos schicken und schreiben mir nachher ein Feedback, dass meine Tipps war so gut und Haut hat sich geändert und sie sind zufrieden mit den Produkten. Mir das ist es für mich wirklich bedeutet sehr, sehr viel. Und ich war gestern bei C&A und ich habe mir neuen Schmuck gekauft. Deswegen zum Ende dieses Videos wird eine ganz kleine Haul. Das ist der Paket, was ich bekommen habe von liebe Vanessa. Ich habe versucht, sie abzureden, damit sie mir nichts schickt, ihr Geld nicht investiert. Mir ehrlich gesagt ein bisschen so unangenehm, wenn ich denke, dass ihr für mich noch Geld müssen ausgeben. Aber Vanessa wollte trotzdem unbedingt mir dieses Paket schicken. Und ich weiß, das wurde alles hier von ganzem Herzen ja, reingepackt. Ich bin aufgeregt. Also ich denke, ich muss mich erstmal ausatmen und dann geht's los. Ich habe deren Paket noch nicht ausgepackt und ich weiß, dass Vanessa schon wartet auf dieses Video. Sie hat mir schon geschrieben, dass ein paar Sachen könnten mir doch nicht zusagen. Ich kann mir vorstellen, sie ist aufgeregt, aber glaub mir, meine Liebe, es bedeutet mir so viel, egal was da drinne. Ich weiß, dass mit Liebe wurde gemacht. Deswegen macht ihr bitte keine Sorge. Ich denke, jetzt bin ich mehr aufgeregt als du. Ganz ehrlich. Wir schauen jetzt zusammen rein. Wow. Das ist schon eine so schöne Brief für mich. Echt, wow! Ich lese erstmal das für mich und dann gucke ich, ob ich das für euch lese, okay? Ach Vanessa, was machst du mit mir? Ich hoffe, dass ich würde jetzt vor der Kamera nicht heulen. Liebe Natalie, ich schicke dir die Produkte, weil ich es schön finde, Menschen ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Du bist einfach ein toller Mensch. Meine Liebe, mach weiter so. Du machst das toll. Liebe Grüße, Vanessa. Es ist wirklich. Ja, ich würde alles das bewahren, auf jeden Fall. Ich bin sehr sentimental, oder? Gott, ich bin 44 und es hat sich noch nichts geändert. Ungefähr vor 3 Jahren habe ich mit YouTube angefangen und damals ich habe mit meinen Freunden geredet und einige haben mir gesagt, dass sie meine Idee mit deutschem YouTube-Kanal anfangen nicht so gut, weil mein Deutsch nicht so gut. Wahrscheinlich deutsche Leute werden mir nicht so gerne gucken. Mein Akzent ist auch ganz deutlich und soll ich auf russische Sprache das machen? Ich war ein bisschen bockig und ehrlich gesagt bis jetzt ich habe Glück, ich habe nur gute Leute in meinem Leben in Deutschland getroffen meistens. Ich denke, auch meine Freunde haben das nicht erwartet, dass meine Videos wurden bei euch so gut angekommen. Okay, es wird ein bisschen zu viel geblabbert heute, ich denke, im Video, aber ich habe mir gedacht, vielleicht es wird auch für euch interessant, wie nicht sicher ich war von Anfang und durch eure Vertrauen, ich bin groß geworden. Ich bin anders geworden. Ich meine groß nicht auf dem Kanal. Ich habe noch 2500 Abonnenten, aber mein Kanal wächst. Und das ist schon für mich ein Zeichen, alles gut. Ich denke, ihr habt verstanden. Es ist mir sehr wichtig, eure Kommentare. Und wenn mein Kanal wurde weiter abonniert, wenn neue Zuschauer zu mir kommt, es ist für meine Selbstbewusst und für meine hier in Deutschland Einwurzung ganz, ganz wichtig. Das ist für alle, für jeden von euch. Okay, jetzt mache ich das weg. Oh, so viele schöne Sachen drin. Ich sehe schon. Oh Gottchen, echt, das ist wirklich von Herz gemacht. Ich wollte mit das anfangen. Sie hat mir Schmuck geschickt. Oh, es ist so lieb von dir. Das kommt nur von Herz. Guck dir. Es kann nicht wahr sein. Es ist so lieb. Ah, das ist auch ein kleines. Ja, hier habe ich nichts verpasst. Nein, ein kleines Zettelchen. Boah, das ist auch dieses Zettelchen wurde mit Liebe gemacht. Guck dir. Kleine Verwöhnung für die Haut. Das ist eine Handschuh für Peeling und Massage aus DM. Ich habe schon übrigens sehr oft bei DM geguckt, ob ich mir auch eine Handschuh besorge. Und jetzt, du hast meinen Wunsch erledigt. Dankeschön.
Ich freue mich, ich freue mich richtig. Brasiliana Love Duschcreme. Das sieht so aus. Mit Mandel- und Vanille-Duft. Oh, das riecht so gut. Das riecht so lecker. Dankeschön. Das nächste. Der Sommer kann kommen. Das stimmt. Und das ist auch von Maracuja Duschgel. Sieht so aus. Oh, das riecht nach Sri Lanka. Ich will nur Urlaub. Ich sehe hier ein Produkt, um was Vanessa hat besonderes Sorge gehabt, weil sie mein Video über Trend Up limitierte Edition nicht gesehen hat und dann sie hat mir das gekauft und sie hat mir geschrieben, ich habe nicht gewusst, dass dir wurde das nicht so gut gefallen, es tut mir leid und so weiter, aber ich wollte dich beruhigen. Meine Liebe, für mich bedeutet das ganz anderes. Es bedeutet mir, dass du wolltest für mich etwas Neues kaufen, etwas Besonderes. Also du hast für mich wirklich so viel Zeit und Mühe investiert und natürlich Geld. Also ganz, ganz ehrlich, für mich bedeutet das viel, viel mehr, als du denkst. Und das ist eine Bronze von dieser limitierten Edition bei Trend Up Blooming Sommer. Hier hat Vanessa geschrieben, wie von der Sonne gekost. Übrigens, den Bronze hat sie im gleichen Nummer auch ausgesucht, Nummer 10. Seht ihr, wir haben das gleiche Geschmack. Wow, das kann nicht wahr sein. Du hast mir von Art Deco Mascara gekauft. Also Art Deco ist nicht ganz günstige Marke. Vanessa, ich habe dich gebeten, bitte nichts Teures kaufen. Ach, du bist verrückte Maus. Schöne Wimpern. Ehrlich gesagt, von Art Deco habe ich Mascara noch nie probiert. Volume Styling Long Lasting. Bin ich richtig begeistert. Wow, ich kann dir ganz ehrlich sagen. Danke dir. All-in-One Mascara im Nummer 1, also bestimmt schwarz. Wow, wie sieht sie aus? Klasse. Okay, jetzt von Rädchen. Pflege für die Haare. Und hier noch etwas steht. Leider kann ich nicht lesen. Na gut. Protection Soft Anti Smooth Color Multi Benefit Treatment for All Hair Texture. Ich weiß nicht, was ist das, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass Pflege von Rädchen soll sehr gut sein. Die sind auch nicht günstig. Okay, du verwöhnst mich aber richtig. Riecht sehr gut. Also was ist das? Muss ich nachschauen. Ist das ein Sonnenschutzprodukt? Schreib mir bitte einen Kommentar. Danke dir. Mein Gott, was für tolle Sachen hast du für mich ausgesucht. Okay, das lasse ich nachher. Oh mein Gott, was hast du für mich noch? Fußwohl-Fußmaske. Pflege für deine Füße. Das habe ich schon probiert, hat mir sehr, sehr gut gefallen und das habe ich auch mal bekommen im Tauschpaket. Wow, das ist von Rossmann. Danke dir, das mag ich auch sehr. Klasse. Jetzt die Patchens. Beauty Boost Collagen Hyaluron Gold. Das ist von, ich habe bis jetzt nicht gelernt, wie das man wird aussprechen, diese Marke, aber ihr kennt das. Diese Patchen hat mir sehr gut gefallen und die habe ich schon auch probiert und du siehst, ich habe mir die gleiche Patches, diese goldene gekauft. Wirklich. Ah, danke schön. Wieder von Rädchen. Vanessa, ich habe dir gesagt, nicht so viel Geld ausgeben. Es ist teuer Vergnügen. Echt. Was ist das? Condition. Klasse. Also wirklich, von Rädchen ich habe noch nichts, ich denke, probiert. Nichts. Und das ist Condition für Color Extend Magnetics. Für kolorierte Haare. Genau richtig für mich. Danke dir. Oh mein Gott, ich freue mich richtig. Ah, oh, das riecht gut. Danke dir. Wieder Rädchen. Okay. Und das steht hier. Ach, das ist Schutz, Hitzeschutzspray. Danke dir, dass du geschrieben hast. Das brauche ich auf jeden Fall. Pillow Prof. Super. Ah, ich habe meine Hände gekrümmt. Also, das riecht auch super, super gut. Übrigens besteht aus zwei Phasen. Könnt ihr das sehen? Und das muss man auch schütten. Ich bin begeistert. Dankeschön. Wow, hier ist meine Lieblingsfarbe. Vanessa, du hast gewusst, ja, was ich liebe so sehr. Zwei Nägelprodukte von Marke Manhattan und sie hat mir geschrieben, gib deinen Nägel ein gewisses etwas aus neuer Kollektion von Manhattan up to 10 days last and shine und Top Coat bis zu 10 Tagen Glanz und Halt. Super. Danke dir. Oh mein Gott, Vanessa, nein. Sie hat mir von Sephora etwas gekauft. Natürlich, ich freue mich. Ich weiß, sie wartet
von mir, dass ich mich richtig freue und jetzt ich habe diese sauer Gesicht. Ein bisschen nicht sauer auf dich, weil du hast zu viel Geld wieder für mich ausgegeben, aber von anderer Seite natürlich, ha, von Sephora, ich freue mich. Hier hat sie mir kleine auch Zettel natürlich aufgeklebt. Natürlich darf schönes Augen-Make-up nicht fehlen. Sechs Eyeshadow-Palette. Ich habe von Sephora noch nie Lidschatten gehabt, aber die sind auch sehr gut. Ich habe schon getestet bei Sephora. Ehrlich gesagt, ich liebe kleine Palette. Ich kann nicht mit dieser Größe umgehen. Ich kann nicht. Das öffnet sich mit Magnet. Also schöner Design. Wow, was für ein schöner Farbton. Genau meins. Wunderschöne Palette. Und hier schon steht Tipps, wie kann man sich schminken. Oh, klasse. Okay, wir swatchen jetzt, ja? Wow. Das ist einfach nur super Alltagspalette. Die schwarze Farbe. Die schwarze ist ein bisschen mehr Asphaltfarbe, nicht so ganz, ganz dunkle Farbe, aber für Alltags-Make-up, das ist perfekt. Mir gefällt diese Palette. Denkt ihr das schon alles? Nein. Nein. Da sind noch Produkte drin. Und hier etwas ganz Schönes. Und hier noch zwei Stück. Lass dich verwöhnen. Badeschätze. Schönheitsgeheimnisse. Reichhaltiges Cremebad für eine luxuriöse, verwöhnendes Baderitual. Mit Mandelöl, Honig und Milchproteinen. Besonderes Hautpflege. Wow, klasse. Also, boah, ich kann mir vorstellen, wie das riecht. Sie hat meine Lieblingsmaske dazu gepackt. Zwei zusammen. Also hier steht Lust fürs Gesicht. Superfood Avocado Toner der Maske. Boah, die habe ich noch nie probiert. Pflegend Avocado Peeling Walnuss. Verwöhnen Sie Ihre Haut mit intensiver Feuchtigkeit und sanfter Reinigung. Das sieht gut aus. Wo das man kaufen kann, keine Ahnung. Und meine Lieblingsmaske. Neutrogena Hydro Boost für intensive Feuchtigkeit Hydragel Maske. Die besteht aus zwei Teilen und die ist so gut. Die spendet Feuchtigkeit und Gesicht sieht nachher beruhigend aus. Also wirklich, wenn ihr sucht nach einer tolle, gute Pflege, tolle, gute. Also, okay. Gesichtsmaske, ich kann euch wirklich weiterempfehlen. Danke dir, Vanessa. Goldene Lippen. Ja, ich habe übrigens für die Lippenmaske noch nie probiert. Danke dir, Vanessa. Endlich, ich habe etwas. Ich wollte immer kaufen, aber irgendwie nicht dazu gekommen. Und endlich, mein Wunsch wurde auch erfüllt, kann man so sagen, obwohl ich habe da für dich nichts gewünscht. Oh mein Gott. Also feuchtigkeitsspendende Maske. Da ist eine Plastikschale, wo das die Maske bestimmt in diese Essenzien liegt. Und welche Marke ist das? Also keine Ahnung. Wo hast du das gekauft? Das war's. Und das ist schon zu viel. Die Produkte sind so schön. Danke dir. Es war wie zweiter Geburtstag oder Weihnachten. Es war echt Wahnsinn. Und alles wirklich mit Liebe gemacht und das, ja. Übrigens, ich habe Zettel gefunden. Der wurde bestimmt von diesem Stoffbeutel abgegangen und zu diesem Schmuck hat Vanessa auch mir was geschrieben. Du bist einfach toll. Und du bist einfach lieb und herzlich. Und ich bin so glücklich, dass ich so tolle Zuschauer wie euch habe, dass ihr alle seid so, 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 so lieb und so herzlich. Und ich bin so glücklich, dass auf meinem Kanal so tolle Leute kommen. Echt? Ich bin so glücklich, dass meine Community ist irgendwie Besonderes. Und das verstehe ich, wenn ich bekomme auch auf Instagram von euch Bilder und die wurde unterschrieben, guck mal, damit du weißt, mit wem du zu tun hast, mit wem du redest und wie ich sehe aus. Und es ist so was für mich persönlich. Es ist so was, ich weiß nicht. Ich habe keine Worte mehr. Also ich habe verstanden, ja. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Meine liebe Vanessa, du hast diese Punkte erreicht. Auf meinem Gesicht, diese Lächeln auch.
gezaubert. Und ich bin sehr, sehr dankbar dir von Herzen für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, deine Liebe, für das Geld, was du nicht für dich, für mich ausgegeben hast. Ich schätze das sehr, sehr höher. Ich habe vor 3 Jahren nicht gedacht, dass ich würde vor der Kamera sitzen und so tolle Leute hier treffen, die so persönlich wurden mit mir. Ich weiß, das ist wieder bla bla zu viel, aber damit ihr versteht, was das alles mir bedeutet und dass ich das alles schätze. Ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen und jetzt, ich würde versuchen, meine Kleinigkeit euch weiter zeigen, was ich mir von C&A gekauft habe. Teil 2, C&A Haul. Und es sieht so aus, ja genau. Das war Mini Haul bei C&A. Ich habe mir 3 Schmuckteile geholt. Und die erste, ihr sitzt schon ganze Zeit im Video bei mir, also in meine Ohren, diese riesige Ohrringe, die ich wollte schon lange haben, das ist genau meine Styling. Die sind übrigens nicht so schwer, man kann tragen. Das Einzige, ich merke schon an dieser Seite, es ist schon tut weh langsam. Ich weiß nicht, was da schief läuft und meine Ohren, Lippen oder wie heißt das, wird schon rot, man sieht. Die wurden mir 4,95 € gekostet und ja, also es ist mein Style. Ich mag sowas, ja. Wenn ihr schon lange mich folgt, ihr wisst, dass ich mag riesige ab und zu Ohrringe, obwohl die so groß sind. Trotzdem elegant eingemassen, wenn man etwas Schlichtes anzieht. Also natürlich, ich freue mich auf eure Meinung. Das Einzige, ich denke, ich würde die trotzdem nicht empfehlen, weil hier dieser Teil ist irgendwie, seht ihr, andere Metall hat und vermutet dadurch, wenn ihr habt empfindliche Ohren, könnte das ein bisschen so oxidieren und ja, ich weiß nicht, Probleme haben. Da war Ringe für 7 € und vermutlich die war hier doch besser qualitativer. Das Einzige, die für 7 € war hier noch größer. Deswegen, ich habe die nicht mitgenommen. Okay, jetzt ich zeige euch die andere Ohrringe, was ich mir gekauft habe. Schaut ihr bitte, wie toll die sind. Wenn ihr mögt, solche Styling, es ist auch genau meins und mir haben diese Perlen sehr gut gefallen in dieser silberne Farbe. Die kosten 7,95 €. Die habe ich übrigens schon alle Ringe sterilisiert, also ich habe einfach nur diese Teil hier desinfiziert. Und sie schließen sich übrigens auch sehr einfach, gefällt mir richtig gut. Guckt ihr. Also mir gefällt richtig schön. Also ich denke, ich habe ein bisschen Zigeuner-Style, was geht um Schmuck. Ich liebe sowas. Und ich finde, es ist trotzdem sehr elegant. Und ich könnte das auch zum Arbeit tragen. Und ja, also die gefallen mir richtig gut. Und ich habe mir neue Gummiband gekauft. 2 Stück zusammen. Ah, die Farbe haben mich richtig angesprochen. Normalerweise ich kaufe grau, wie zum Beispiel heute, oder schwarz. Aber die, ich finde, für Sommer und bei meinen Haaren super. Also ich habe Lust auf die Sommerfarbe, ja. Die kosten beide 5,95 € und mir gefällt Qualität, also dieser Stoff. Ja, ich habe nie gedacht, dass wenn ich würde Haare abschneiden, ich würde so oft diese Frisur tragen, dass ich würde trotzdem meine Haare zusammentragen. Aber ich mag meine diese Frisur, also es ist passt für jeden Make-up-Look und so weiter und irgendwie, ja, dann bin ich wieder zum Gummiband gekommen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr habt einfach diese Zeit mit mir zusammen genossen. Ich freue mich auf eure Daumen nach oben und natürlich eure Kommentare. Und natürlich abonniert meinen Kanal, wenn ihr wolltet keine neuen Videos verpassen und aktiviert den Glocke. Es wird euch benachrichtigt, neues Video ist schon online. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie.